Sehr geehrter Herr Präsident der Nationalversammlung, Monseigneur de Rugy, sehr geehrter Herr Präsident Schäuble, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja, das war ein besonderer Tag, der 22. Januar 1963. Es war ein Tag der Versöhnung, aber es war auch ein Tag des Aufbruchs in eine neue Ära der deutsch-französischen Beziehungen. Seit Charles de Gaulle und Konrad Adenauer diesen Aufbruch durch die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages möglich gemacht haben, sind nun 55 Jahre vergangen. Und in diesen 55 Jahren ist deutlich geworden, die deutsch-französischen Beziehungen, das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, sind einzigartig. Aber sie sind nicht selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, sie sind ein Schatz. Ein wirklicher, wertvoller Schatz, den es zu pflegen gilt. Wir alle hier stehen in der Pflicht und in der Verantwortung, dieses Erbe zu bewahren und mit der Resolution, die wir heute hier verabschieden, auch weiterzuführen, weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Die Zivilgesellschaft und die Städte und Gemeinden waren die eigentlichen Motoren, die vor 55 Jahren hinter diesem Vertrag standen. Sie haben den Versöhnungsprozess ganz konkret ermöglicht. In meiner Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, in Mayen, wurde direkt nach der Unterzeichnung eine Städtepartnerschaft mit Joigny eingegangen, die auch weiter lebendig ist. Jedes Jahr mindestens 2, 3 Besuche. Mittlerweile gibt es 2.200 dieser Städtepartnerschaften. Es gibt 4.300 Schülepartnerschaften in Deutschland. Es gibt 40 Partnerschulen mit bilingualem Unterricht. Und wir haben 22 Regionen, die miteinander in Partnerschaft sich befinden. Das ist das Rückgrat dieser deutsch-französischen Freundschaft, die gelebt wird, nicht hier nur in diesem Parlament, sondern in unseren Ländern und in den Schulen und in den Städten und Gemeinden. Und ich denke, dass dieses enge Netz eben immer weiter geflochten werden muss. Und es ist möglich geworden, auch weil Vertrauen gewachsen ist. Beispielsweise durch den Händedruck zwischen Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl, an den ich hier erinnern möchte, in Verdun 1984. Oder die gemeinsame Teilnahme von Bundeskanzler Schröder und Staatspräsident Chirac anlässlich des 60. Jahrestages 2004 der Landung der Alliierten in der Normandie. All dies wäre ohne das gegenseitige Vertrauen nicht möglich gewesen. Und gerade wir Deutschen sagen für dieses Vertrauen Danke. Ich komme, das ist ein bisschen eine Gemeinsamkeit mit dem Kollegen Kauder. Ich komme aus Rheinland-Pfalz und auch dort gibt es rein geografisch sehr viele Berührungspunkte zu den französischen Nachbarn. Und es gibt vor allem zahlreiche Möglichkeiten, die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen. Übrigens auch kulinarisch, kulturell und natürlich auch gesellschaftspolitisch. So wurde beispielsweise in den letzten 3 Jahren ein großes Programm, Netzwerk Élysée 2020 Kitas, aufgenommen, wo 33 rheinland-pfälzische Kitas jetzt mittlerweile eingetreten sind. Bis zum Jahr 2020 sollen es insgesamt 200 zweisprachige Kitas geben. Diese Vernetzung, die wieder weiterführt, ist ganz zentral. Und auch als ehemalige Bundesarbeitsministerin darf ich erinnern, dass in den Grenzregionen auch die Arbeitsagenturen sehr intensiv zusammenarbeiten und mittlerweile es an allen Grenzregionen möglich geworden ist, dass sich französische Arbeitnehmer oder deutsche Arbeitnehmer, die im anderen Land arbeiten, auch auf die jeweilige Arbeitsagentur beziehen kann. Und diese Arbeit läuft erfolgreich. Und ich möchte sagen, dass wir mehr von diesen ganz konkreten Projekten brauchen und dass das eben vertieft und festigt, was Europa ausmacht. Ein Europa ohne Grenzen, in dem wir auch in Zukunft keine Grenzen mehr wollen, sondern diese Grenzen, wenn es sie gibt, auch in den Köpfen weiter daran arbeiten müssen, zu überwinden. Das muss unser Ziel bleiben, und das ist der entscheidende Auftrag, den ich auch heute mitnehme.
Es ist auch darüber gesprochen worden, dass die Integration der Zuwanderer und der geflüchteten Menschen eine Anstrengung ist, die uns beide Länder intensiv beschäftigt. Aber auch hier haben wir einen Weg gefunden, uns auszutauschen, nämlich den Deutsch-Französischen Integrationsrat, den ich hier ausdrücklich erwähnen möchte. Hier tauschen wir uns aus. Hier wird voneinander profitiert. Hier wird im Dialog versucht, nach Lösungen zu ringen. Und das will ich ausdrücklich betonen. Das ist eine wichtige Maßnahme, Integration zu ermöglichen, Fremdheit abzubauen und eben deutlich zu machen, dass dieses Europa ein Gemeinschaftsprojekt ist, aber auch ein Projekt der Weltoffenheit und der Toleranz. Das ist es, wofür ich kämpfe, dass dies deutsch-französisch gemeinsam, aber über unsere beiden Länder hinaus der Geist Europas wird und bleibt in diesen Tagen. Ist das ja nicht mehr selbstverständlich, wenn man das so sagt. Wir möchten auch ganz klar sagen, dass wir einen neuen Aufbruch für Europa brauchen. Es ist nicht nur der Blick zurück, der uns mit Freude erfüllt, sondern es ist auch die Erwartung, dass wir gemeinsam für die Zukunft Europas viel hinbekommen müssen und wollen. Und deswegen ist für uns in diesen Tagen, wo wir um eine Regierungsbildung hier in Deutschland ja auch uns bemühen, es wichtig, dass wir auch würdigen, die Rede von Staatspräsident Macron vor der Pariser Sorbonne. Und sie hat bei uns hier viel Anklang gefunden, weil wir sie verstanden haben als ein großes proeuropäisches Signal. Und dafür möchte ich an dieser Stelle auch sagen, danke, dass der französische Staatspräsident diesen Antritt gemacht hat. Und wir werden mit gleicher Ernsthaftigkeit und mit gleicher Entschlossenheit an diesem Pakt für Europa mit den Franzosen weiter zusammenarbeiten. Wir wollen eine progressive Europapolitik. Wir wollen die Erneuerung der EU mit ganzer Kraft vorantreiben. Und ich darf sagen, dass insbesondere auch die Menschen, so ist es hier formuliert worden von Ihnen, Herr de Rugy, ja, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das heißt doch zum Beispiel auch konsequent gegen Lohndumping und soziale Ungleichheiten in Europa vorzugehen. Das heißt aber auch, unsere Interessen zu wahren, auch gegenüber Großkonzernen, wenn es um Steuerdumping geht. Das heißt doch, dass wir hier ganz klar einen neuen Aufschlag brauchen für ein sozialeres Europa, ein bürgernäheres Europa. Und das können wir beide, Franzosen und Deutschland, aus meiner Sicht ganz hervorragend vorantreiben. Und da sehe ich viele Verknüpfungspunkte zwischen unseren beiden Ländern in diesem Zusammenhang. Erlauben Sie mir eine Anekdote zum Schluss. Am Rande der zurückliegenden Sondierungsgespräche gab es proeuropäische Demonstrationen vor der Parteizentrale der Sozialdemokraten. Doch trugen einige Menschen ein Schild mit dem Konterfei ihres Staatspräsidenten Emmanuel Macron und legten ihm folgende Worte in den Mund: Willst du mit mir gehen? Und auch wenn diese Wortwahl eher der Schulhofromantik als der internationalen Politikwissenschaft vielleicht entliehen ist, im Grunde genommen haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle heute vor 55 Jahren mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages genau diese Frage mit einem deutlichen Oui und einem deutlichen Ja beantwortet. Und dieses Ja wollen wir heute erneuern und bekräftigen. Wir werden sowohl hier im Deutschen Bundestag als auch in Paris in der Assemblée nationale eine gemeinsame Resolution beschließen, die die Rolle der Parlamente in der deutsch-französischen Zusammenarbeit weiter stärkt und die beiden Regierungen dazu auffordert, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Tag heute gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich feiern. Oui und ja, das ist das, was wir heute hier aus vollem Herzen und voller Überzeugung sagen. Dankeschön. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alexander Gauland.